Ja, wir sind irgendwie on hold seit einem Jahr. So, als hätte man etwas angefangen, aber mittendrin einfach abgebrochen. Mir fehlt es natürlich total, die Jungs auf dem Platz tagtäglich zu sehen. Ihnen fehlt einfach der Kontakt untereinander. Also ist definitiv eine Herausforderung, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Ich bin Matthias Günes und Cheftrainer der ersten Mannschaft. Also seit ich 5 Jahre alt bin, ist der Fußball eine Konstante und das war halt dann auf einmal nicht mehr möglich. Die Emotionen, die du vor Spielen hast, diese schwitzigen Hände. Wir sind ja doch alles irgendwo Wettbewerbstypen, deswegen spielen wir ja Fußball. Mein Name ist Matthias Jocham, ich bin Spieler des TSV Kottern und linker Flügelspieler. Ja, es ist schon sehr hart. Du kannst mit dem Ball schon durch die Wohnung dribbeln, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Ich bin Michael Schostak, spiele in Kottern, offensives Mittelfeld. Ich kann nur sagen, das Fußballfeld fehlt mir richtig. Ja, ich glaube, man weiß es wieder zu schätzen, wie schön es denn bisher war. Ich bin Martin Schulz, sportlicher Leiter für den Nachwuchs hier beim TSV Kottern. Wir vermissen das alle sehr und hoffen natürlich, dass es jetzt bald wieder losgeht. Als der Coach uns die Team-Challenge gab, habe ich diesen Hunger wieder gespürt. Das war eine Challenge, in der man Punkte sammeln konnte. Da haben wir uns gegenseitig schon ein bisschen gebettelt. Und da waren halt auch mal andere Voraussetzungen dabei, wie Sprints, wie ein bisschen Krafttraining und, um ein bisschen eine Abwechslung reinzubekommen. Sie sind voll dabei. Wir haben eine unglaublich hohe Trainingsbeteiligung in diesen Cyber-Trainings. Versucht jeden Tag etwas zu tun. Man hat einfach die Wille nach mehr. Macht einfach Spaß, dann sich mit den anderen wieder ein bisschen zu messen, auch wenn es jetzt nicht direkt auf dem Platz ist. Die wollen, die haben eine Begeisterungsfähigkeit. Unser ganzes Trainerteam war extrem kreativ. Alles speziell, alles sonderbar, aber der Aufwand und das, was wir gemacht haben, hat sich dann im Endeffekt gelohnt. Grundsätzlich sind wir schon optimistisch, weil es uns einfach gut gelungen ist, den Laden zusammenzuhalten. Ich denke, dass wenn es wieder losgeht, dass wir das auch viel, viel mehr schätzen, was das für ein Geschenk eigentlich ist, mit unseren Freunden diesen Sport auszuüben und die Zeit genießen. Du hast dich immer beschwert, dass du keine Zeit hast. Jetzt hast du sie, also mach was draus.